platziere mein Objekt jetzt auf diesem Tisch. Man kann einen Tisch verwenden, man kann einen festen Untergrund verwenden, einen kleinen Schrank, einen Hocker. Hauptsache, man hat einen festen Stand. Man muss darauf achten, dass man genügend Platz hat, dass man sich um das Objekt bewegen kann. Man sollte nur sehen, dass es einerseits nicht zu hoch ist, dass man noch einigermaßen von oben auf das Objekt gucken kann und dass es eben nicht zu tief liegt, damit man sich auch noch um das Objekt herum bewegen kann. Grundsätzlich brauchen wir für die Aufnahme Maßstäbe, die uns die Dimensionen unseres Objektes zeigen, weil es erstmal mit der Aufnahme an sich dimensionslos ist. Es könnte so groß sein, es könnte so klein sein. Und durch die Maßstäbe kriegen wir die Skalierung auf die realen Maße des Objektes. Für die Platzierung der Maßstäbe sollte man darauf achten, dass sie ungefähr im rechten Winkel zueinander liegen, um das Objekt herum. Am besten auf der Ebene, auf der das Objekt platziert ist. Also nicht deutlich höher und nicht deutlich tiefer, damit sie im Bild ebenso mit abgebildet werden und man in den Bildern dann die Maßstäbe auch messen kann. Die Maßstäbe sollten grundsätzlich die Dimensionen des Objektes haben. Das heißt, wenn man eine größere Statue hat, die 1 Meter groß ist, sollte der Maßstab auch annähernd 1 Meter groß sein, um die entsprechenden Maße auch bestmöglich abbilden zu können. Durch die Lampen haben wir grundsätzlich die Möglichkeit, ein gleichmäßiges, helles Licht innerhalb des Raumes zu erzeugen. Wir versuchen es zu vermeiden, direktes Sonnenlicht zu haben, sowohl auf dem Objekt als auch direkt daneben, weil Sonnenlicht auch immer Schatten mitbedingt. Das heißt, wir leuchten nicht direkt unser Objekt aus, um mögliche Reflexionen, die auf dem Objekt dann entstehen können, vermeiden zu können. Für die Aufnahmen verwende ich ein Stativ, um unabhängig von der Umgebungsausleuchtung die Belichtungszeit der Kamera auswählen zu können. Für die Aufnahmen verwende ich eine digitale Spiegelreflexkamera, weil man an dieser alle Einstellungen, die notwendig sind, vornehmen kann und weil man viele Sachen manuell auch steuern kann. Und eine der wichtigsten Sachen ist, dass wir die Blende vorgeben können und die Kamera aufgrund der vorgegebenen Blende automatisch die Belichtungszeit steuert. Wenn man eine hohe Blendenzahl wählt mit einer kleinen Blendenöffnung, braucht man eine entsprechend lange Belichtungszeit und deswegen benutzen wir das Stativ, um scharfe Bilder machen zu können, die nicht verwackelt sind. Als erstes stelle ich links oben an der Kamera das Programm ein. Das entsprechende Programm, was wir jetzt benutzen, ist das Programm A. Das heißt, wir benutzen eine Blendenvorgabe und die Kamera setzt uns automatisch die entsprechende Belichtungszeit. Wir stellen die Kamera auf unser Objekt ein und wählen dann mit dem Rad hier vorne rechts an der Kamera eine entsprechende Blende aus. Hier oben im Display kann ich grundsätzlich alles ablesen. Eine Blende 13 mit einer Verschlusszeit von 1/5 Sekunde. Grundsätzlich sollte man zusehen, dass man eine Blende verwendet, die mindestens bei 11 liegt oder am besten noch eine größere Zahl besitzt, weil nur durch eine ausreichend kleine Blendenöffnung, also eine große Blendenzahl, die Tiefenschärfe innerhalb des Bildes ausreichend ist, um das gesamte Objekt scharf abzubilden. Das heißt, man hat sowohl den Vordergrund des Objektes als auch das, was weiter hinten im Bild liegt, scharf abgebildet. Nach der Wahl des Programms wird die Brennweite des Objektives festgesetzt. Hierbei muss man darauf achten, dass man möglichst das gesamte Objekt mit abbildet, dass die Maßstäbe im Bild zu sehen sind, dass möglichst wenig anderes aus der Umgebung zu sehen ist, dass man keine wechselnden Hintergründe mit im Bild mit abbildet. Und wenn man diese Brennweite festgesetzt hat am Objektiv, ist es wichtig, dass man sie fixiert, weil sie nicht mehr verändert werden darf. Dafür können wir einfach einen Tesafilm benutzen oder Klebeband. So, ein Streifen Klebeband ist völlig ausreichend als Fixierung, dass man da nicht aus Versehen noch dran dreht. Dann
ist als zweites ganz wichtig, dass man den Autofokus aktiviert. Das geht hier an der Seite, da gibt es einen kleinen Schalter. Als nächstes kontrollieren wir die Einstellung der ISO-Zahl. Die finden wir im Fotoshooting-Menü. Und dort gibt es die ISO-Settings. Und hier können wir sehen, dass eine ISO von 100 eingestellt ist. Das heißt, hier sollten wir möglichst die niedrigste Zahl wählen, die möglich ist. Und die zweite Sache, die man noch kontrollieren sollte, ist der Weißabgleich, der ebenso im Fotoshooting-Menü zu finden ist. Hier unter White Balance. Und dort haben wir das Sonnensymbol. Das bedeutet, dass wir mit Tageslicht arbeiten, was einerseits durch die Fenster gegeben ist und durch die Tageslichtlampen, die wir nutzen. Hier an der Seite der Kamera befinden sich die beiden Speicherkarten, auf denen die Bilder gespeichert werden. Das sind beides SD-Karten. Und in der Kamera selber definieren wir jetzt das Dateiformat, in dem wir die Bilder abspeichern wollen und wie wir diese Karten verwenden wollen. Ich mache das jetzt so, dass ich jedes Bild in zwei verschiedenen Formaten abspeichere. Dafür gehen wir wieder in das Menü und bleiben im Fotoshooting-Menü. Gehen einfach nach oben auf den Punkt Roleplay by Card in Slot Number 2. Und hier haben wir jetzt die Option, dass wir sagen, wir schreiben auf die eine Speicherkarte RAW-Dateien. Die sind einfach weiter zur Sicherung, die werden nicht weiter benutzt. Und die JPEG-Bilder sind die, mit denen ich nachher in der Software arbeiten möchte. Und für die Qualität der Bilder, das geht hier im Punkt Image Quality, setzen wir die Option RAW-Dateien und JPEG Fine. Das heißt, Fine haben in dem Fall die beste Bildqualität. Und zusätzlich können wir die Bildgröße definieren unter Image Size. Die steht dann hier auf L. Das sind 24 Megapixel. Das ist die höchste Auflösung, die die Kamera liefert. Und zusätzlich können wir hier unten noch den Punkt der JPEG-Kompression ausschalten. Das heißt, wir sagen, wir wollen eine optimale Bildqualität haben mit größter Dateigröße und keine Komprimierung der Dateien an sich. Ganz wichtig ist, dass die Bilder in dem Format, das ich jetzt gerade definiert habe, auch bleiben. Das heißt, sie dürfen nicht kleiner gerechnet werden, beschnitten werden am Computer. Man kann sie nicht drehen oder komprimieren oder ähnliches, sondern sie müssen wirklich so bleiben, wie sie aufgenommen wurden, weil dies für die Berechnung später ganz wichtig ist. Die letzte Einstellung, die ich überprüfe, ist die Option, dass man im Setup-Menü definieren kann, dass Bilder automatisch gedreht werden. Das heißt, ich gehe wieder links in die Auswahl bis hinunter zum Setup-Menü, dort hinein und nach unten auf den Punkt Auto Image Rotation, der auf jeden Fall als off definiert sein sollte. Nachdem ich dann alle Einstellungen an meiner Kamera kontrolliert habe und eingestellt habe, fange ich mit den Aufnahmen an. Dafür gehe ich generell so vor, dass ich Aufnahmen aus allen Richtungen mache von meinem Objekt, kreisförmig um das Objekt herum und das Ganze in mindestens zwei verschiedenen Höhen. Das heißt, dass man später zwei Kreise um das Objekt herumgelaufen ist, einmal mit Aufnahmen von schräg oben und einmal von ein wenig weiter unten, wo man mehr oder weniger direkt auf das Objekt selbst drauf sieht. Dann würde ich jetzt einfach mal anfangen mit den ersten Bildern. Thank you.
für die zweite Reihe der Aufnahmen stelle ich jetzt als erstes das Stativ auf eine niedrigere Höhe ein. Für den zweiten Kreis der Aufnahme habe ich die Kamera jetzt niedriger aufgebaut, dass ich annähernd parallel auf das Objekt blicke. Und mit dieser Kameraperspektive muss man jetzt ein wenig darauf achten, dass man keinen beweglichen Hintergrund im Bild hat, dass dort keine Personen langlaufen. Wenn man die Möglichkeit hat, kann man auch mit einem großen Tuch zum Beispiel den Hintergrund abdecken, dass man an sich nur das Objekt im Fokus hat und keine störenden Hintergrundobjekte mit im Bild hat. Abschließend mache ich jetzt noch zusätzlich zu den zwei Aufnahmen im Kreis, die ich jetzt gemacht habe, einige abschließende Aufnahmen, die das Objekt mehr oder weniger von oben zeigen, was gerade dann, wenn das Objekt ein geöffnetes Objekt ist und nicht geschlossen ist, oben wichtig ist, um einfach die Aufnahmen von schräg und von unten noch mit zu ergänzen. Ganz zum Abschluss mache ich jetzt noch zwei, drei gekantete Aufnahmen, für die ich die Kamera sozusagen hochkant stelle, dass wir ein paar Hochkantaufnahmen machen. Und diese Aufnahmen sind einfach notwendig, um die Berechnung später im Computer zuverlässiger machen zu können. In diesem Fall haben wir jetzt ein Objekt, was man zusätzlich auch noch von unten aufnehmen würde. Das heißt, wir drehen es um und wiederholen die ganze Prozedur mit dem Objekt kopfüber. Nach der Aufnahme nehme ich die beiden Speicherkarten aus der Kamera und jetzt übertrage ich die Bilder auf den Computer. Jetzt kopiere ich von der zweiten Speicherkarte die JPEG-Bilder. Grundsätzlich gehe ich dabei so vor, dass ich zwei Ordner anlege, die verschiedenen Dateiformate dann beinhalten. Die JPEG-Dateien unterteile ich noch weiter in zwei Ordner, die getrennt werden nach der Aufnahme des Objektes von oben und der Aufnahme des Objektes von unten. Für die RAW-Dateien definiere ich ebenso einen Ordner, in dem die Bilder gesichert werden. Der kommt genauso in meinen Objektordner und dort werden die Dateien einfach abgelegt zur Sicherung und werden dann nicht weiter berücksichtigt. Als nächstes starte ich jetzt die Software Agisoft Metashape. Dies ist die Software, in der die Fotos verarbeitet werden können und die benutzt wird, um letztendlich die Modelle, die 3D-Modelle des Objektes zu erstellen. Und in dieser Software werden alle weiteren Arbeitsschritte durchgeführt. Das heißt, wir benutzen sie zuerst, um die Bilder einzulesen. Und dann wird in der Software selber wird die Position der Bilder zum Zeitpunkt der Aufnahme berechnet. Und wenn das erfolgreich war, dann sind alle Voraussetzungen gegeben, um ein Modell aus den Bildern rekonstruieren zu können.
in dieser Software, wenn wir sie neu geöffnet haben, definieren wir jetzt ein neues Projekt. Und als erstes müssen wir die Bilder einlesen. Das machen wir hier oben in unserem Workspace, den wir hier auf der linken Seite haben. Mit der rechten Maustaste können wir unter Add Photos die Bilder, die wir eben abgespeichert haben, einlesen. Das heißt, wir wählen den entsprechenden Ordner aus. In diesem Fall habe ich ja jetzt den Ordner Objekt 1 JPEG und nehme erstmal alle Bilder, die von oben gemacht sind, wähle alle Bilder aus und lese sie in die Software ein. Und dann bekomme ich eine Ansicht, die mir alle meine Bilder anzeigt. Hier unten habe ich sie in Miniaturansicht und hier auf der linken Seite kann ich die Liste weiter öffnen und bekomme alle Bilder, die ich eingelesen habe, in einer langen Liste angezeigt. Und der erste Arbeitsschritt, den wir jetzt durchführen wollen, ist eben, dass wir die Bildorientierung starten. Das heißt, wir wollen die Positionen der Bilder berechnen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und dafür gibt es einen Menüpunkt, den finden wir hier oben unter Workflow. Und die Funktion nennt sich Align Photos. Und wenn wir auf dieses Menü gehen, dann bekommen wir hier ein Fenster, in dem wir noch einige Einstellungen wählen können. Generell lassen wir hier oben die Einstellung der Genauigkeit auf High. Diesen Haken betrachten wir auch nicht weiter, der wird gesetzt und dieses Auswahlfeld lassen wir genauso stehen auf Source, wie es hier definiert ist. Und hier unten in dem Feld Advanced sollte hier eine 40.000 stehen. Das heißt, das ist die Zahl an Punkten, die der Computer aus dem Bild herausrechnet. Und hier unten lassen wir als Limit eine 0 stehen. Das heißt, wir berücksichtigen alle guten Punkte, benutzen alle Punkte für unsere Berechnung. Und alles andere wird hier auch erstmal nicht weiter berücksichtigt. Das heißt, wir müssen hier nichts zusätzlich aktivieren, sondern starten einfach über OK die Berechnung der Bildorientierung. Und dann gucken wir mal, was passiert. Je nachdem, wie viele Bilder man gemacht hat, kann das 2-3 Minuten dauern. Und dementsprechend warten wir jetzt mal ab und gucken uns dann das Ergebnis an. So, jetzt sind wir mit der Berechnung durch. Jetzt können wir gucken, ob das Ganze erfolgreich war. Das heißt, wir betrachten uns jetzt auf unserem Monitor. Wenn wir hier ein wenig rauszoomen, können wir schon die berechneten Punkte sehen. Das ist erstmal ein wenig verwirrend, weil natürlich deutlich mehr zu sehen ist als nur unser Objekt, was sich hier in der Mitte befindet. Und was wir machen können, ist, dass wir jetzt uns die Positionen unserer Kamera zum Zeitpunkt der Aufnahme anzeigen lassen. Das geht hier oben unter Show Cameras. Und wenn wir dort ein bisschen weiter reinzoomen, dann sehen wir, dass wir jetzt auf dem Bildschirm die zwei Kreise der Aufnahmen, die wir durchgeführt haben, hier abgebildet haben. Das heißt, wir sehen, dass wir für die Aufnahmen von weiter oben haben wir hier oben einen Kreis, in dem sämtliche Fotopositionen bestimmt wurden. Und wir haben weiter unten einen zweiten Kreis der Aufnahmen, die von weiter unten gemacht wurden. Und dann haben wir noch die zusätzlichen Aufnahmen, die von oben gemacht wurden, beziehungsweise die gekantet wurden. Und damit können wir schon sehen, dass die Berechnung ganz erfolgreich war. Wir sehen hier links auf der Seite in unserer Liste unter Cameras, können wir sehen, dass wir 65 Bilder in unserem Projekt drin haben. Und mit der Aussage hier 65 allein können wir eben sehen, dass alle Bilder, die wir aufgenommen haben, auch ausgerichtet wurden. Und das ist das Ziel, was wir erreichen wollen. Wenn wir diese Positionen jetzt alle berechnet haben, dann haben wir die Voraussetzung geschaffen, dass wir ein 3D-Modell berechnen können. Das heißt, ich sichere jetzt das Ganze als ein Projekt ab. Das mache ich genauso in meinem Projektordner vom Objekt 1. Benenne ihn entsprechend als Objekt 1. In diesem Fall
nenne ich es noch, Objekt 1 oben, weil wir nur die Bilder von oben benutzt haben, und speichere das Ganze. Und dann ist es jetzt eine Projektdatei dieser Agisoft Metashape Software. Hier habe ich jetzt den zweiten Datensatz mit den Aufnahmen von unten. Mit dem geht man vom Prinzip her ganz genauso vor. Man öffnet das Programm Agisoft Metashape, dann laden wir alle Fotos ein aus dem Ordner des Objektes mit den Aufnahmen von unten, und dann starten wir die Berechnung der Bildorientierung, und dann können wir uns hier das Ergebnis ansehen, und hier sehen wir ebenso die zwei Kreise der Aufnahmen, einen unteren Kreis und einen oberen Kreis, und hier haben wir genauso links an der Seite die Anzahl der orientierten Bilder. Das heißt, wir haben hier 58 von 58 Bildern orientiert. Damit haben wir jetzt unsere Aufnahme, die wir gemacht haben, kontrolliert. Die Aufnahme war in Ordnung, sie war erfolgreich, und damit ist jetzt der gesamte Prozess dieser Aufnahme inklusive der Kontrolle abgeschlossen.